Gut, um die Stimmung mal ein bisschen aufzulockern, ich habe was gefunden, das wurde mir vorgeschlagen auf YouTube, glaube ich, wurde mir das auf YouTube vorgeschlagen? Ich glaube schon. Das wollte ich euch nur mal zeigen, präsentieren, mit euch drüber lachen. Ist nur ein kurzes Video. Und das Video heißt Vagina Weightlifting Can Empower Women. Weißt du, was schlimm ist, wenn du Creator bist? Ich merke es ja jetzt mittlerweile selber, weil ich schaue mir auch ziemlich viel Scheiß an, um auf den zu kommen. Die YouTube glaubt, du magst sowas und schlägt dir das vor. Wir gucken mal ein bisschen rein. I would say that having a vaginal weightlifting practice gives me and anyone who practices it the best sex of... Hey, was soll das? Sex of their lives. Sex and relationship coach Kim Anami is a woman with a very hidden talent. She's a pro at vaginal weightlifting. This is vaginal weightlifting. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Empowered. The vaginal weightlifting apparatus that I use, it's actually jade carved into the shape of an egg. There's a hole drilled through it. The thread or string comes down and then that's where we affix, tie the objects onto the end of and then we lift. And over the years. Stein. My God. Oh. She's gotten creative. Wo, ja. Wo endet das? Ich frage mich immer, wo das im Alter endet, ja? Ich hab mir nur die erste Minute angeguckt und ich habe mir drei Kommentare durchgelesen. Ich glaube, das wird noch strange, was da kommt. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was, auch bezüglich Snoo-Snoo. When it comes to strengthening her pelvic floor. I can lift skateboards, coconuts, all kinds of tropical fruit. Das, Gangbang? Weiß ich nicht, was ich dazu aus dem Bild jetzt... Fruit. What else? The French crockery. Kim now practices what she calls her vaginal kung fu up to 5 times a week and claims that the effects of having a vice-like vagina are nothing short of miraculous. It strengthens the pelvic floor, it eliminates urinary incontinence, but it also increases their ability to enjoy sex. Women can ejaculate across the room with a... Was muss man da kommentieren? Für die, die das nicht verstanden haben, sie hat gesagt, Frauen können durch den ganzen Raum ejakulieren, wenn die das zusammen trainieren. Also, halt, ja. The strong PC muscle. It can create this lift in the whole system. I've had clients who were Botox users stop using Botox because the lines in their face began to be erased. And experts are throwing their weight Moment. Behind... Was? Ich hab's nicht ganz verstanden. Sie hat jetzt aufgehört, Botox zu nehmen, weil sie durch ein Gewicht die Haut nach unten zieht und damit die Falten rausglättet? Ich hab nicht ganz zugehört, warte mal. In the whole system. I've had a strong PC muscle. It can create this lift in the whole system. I've had clients who were Botox users stop using Botox because the lines in their face began to be erased. Ah. Also sie hat ja, fast. Sie hat Klienten, die quasi auch den Scheiß gemacht haben, die haben Botox genommen. Und die haben dann danach aufgehört, Botox zu nehmen, weil die sich so stark angestrengt haben, dass die Falten im Gesicht weggegangen sind. Ich dachte gerade, das ist eine moderne Form des Liftens. Ich habe es beim ersten Mal auch noch nicht gehört. Ganz verstanden. And experts are throwing their weight behind some of Kim's claims. The idea of strengthening the vaginal muscles is a good one. It can help with sexual satisfaction for both partners. Mm. And it can help with prevention of prolapse. So I think that she's Also für die, die Prolapse nicht kennen, gebt das bei bestimmten Internetseiten mal ein. Viel Spaß. Mein Jens. Opening up a door
to women exploring their sexuality, the sensuality, and the power of the vagina. And it's something that's so repressed in our society. I think she's doing something physically and mentally and socially that's a good thing. Kim's determined to spread the word about vaginal weightlifting. One of her first converts to the practice was her friend Dana. She came to my house and presented me with a gift, and it was a pouch that had a jade stone in it. Was ist dein Hobby, wenn dich die Freunde fragen? Stell dir vor, deine Freundin schenkt dir sowas und sagt, hier, für deine Muschi. Damit du auch ein bisschen vaginal weightlifting betreiben kannst. Geil. She said, it's for your vagina. So, that was pretty much our first meeting. Once I actually took one of her courses and studied her creation of vaginal kung fu, that's when I really understood what she's talking about when she says that you change the energy of your whole life. Also ich bin mir relativ sicher. Soll ich das sagen? Ich ahne was, aber sag's vorsichtig. Kennst du das Meme mit dem kleinen Goldhamster, der eine Banane beißt? Nee, hast du es da? Nee. Ich... Nee, leider nicht. Sagen wir mal so, ich könnte mir vorstellen, dass sie Nummern ausgetauscht haben. Okay, ich habe so eine gewisse Ahnung, was du meinst. Okay. Muss ich mal Framing GmbH fragen, ob er das Meme hat. Kim travels the world extolling the virtues of vaginal weightlifting and posts pictures of her training on her Instagram page. Hashtag things I lift with my vagina. Today she's at Venice Beach in California, showcasing her pelvic power. So I just attached a surfboard. Warte mal, ihr sagte gerade jemand, ich soll das hier suchen. Ich weiß nicht, was das ist. I feel more powerful than a lesbian's crotch. Oh, sorry, ma'am. We don't valet motorcycles. Don't need to. Okay, das passt okay. Sehr gut. Das passt gut dazu. Okay, passt. Ich hab's gerade bekommen. Warte mal, ich schick's dir schnell zu. Mir hat's gerade einer geschickt. Warte mal, Sekunde, ich muss mal schauen. Ich glaube, ich speichere schnell bei mir. Mach du mal weiter, ich hab's dann gleich. Ja. Board and I'm lifting a surfboard with my vagina. And it's earning her a fair amount of attention. When people see me out in public practicing my lifting of different objects, they tend to be amused, their jaws drop, or they are... Die erinnert mich voll an Nadel. Ja, Nadel früher vielleicht. Ja, also Nadel Abdel Farag, als sie noch nicht, also als Nadel auch noch Vagina Weightlifting gemacht hat und die Botox Sachen noch nicht gebraucht hat, sagen wir mal so. Mhm. Ja, genau, hier. Ich muss mir das auch abspeichern. Moment. Ja, machen wir mal so. Ja. Das ist das Meme, an was ich gedacht habe. Also, ich verstehe das Meme nicht. Ich weiß gar nicht, worauf das anspielen soll. Schwierig zu verstehen, ja, das ist hochwissenschaftlich. Verstehe ich nicht. Das ist wenigstens die Stimmung wieder oben. Are very, very intrigued and supportive and encouraging, like, you go, girl. Would you try this? I'm not sure. Maybe? At home, yeah. Would you? I don't want to walk around. So, it's a kid. You're holding it by Wow. Oh my God. I
was shocked and I didn't believe it was real. Discovering that it's more of a... Damit ihr beinahe noch so schön anwinkelt. Ja. Übrigens, hi Mocktide und wie heißt der? Ortago91 hat das Meme perfekt interpretiert. Hamster mögen einfach keine Banane, heißt das Meme. Und ja. Vermutlich genau. Ist es das, ja? Genau, genau. Ist normal. Mhm. Seid ihr noch nicht so Love Child von Nosferatu und Onkel Fester wurde? Das verstehe ich tatsächlich nicht. Ja, es ist auch... Sagen wir mal so, man muss ein paar alte Filme sehen. Ach, hat die auch mal gewisse Filmchen gedreht? Nee. Nosferatu und Onkel Fester. Onkel Fester ist von Adams Family. Es ist alles schwarz-weiß. Und Nosferatu ist noch mehr schwarz-weiß, um es mal so zu sagen. Und es waren zwei Gruselgestalten, wobei die eigentlich alle so glatt waren. Nadel ist jetzt checke ich das. Ach so. Mhm. Laufschalt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das hätte irgendwas Sexuelles mit ihr selber zu tun. Aber sie soll quasi ein Kind von den beiden sein. Ah, ist ein Kind von den beiden, jetzt check ich's. Ja. Aber da muss man wirklich so wie ich Fan von alten Schinken sein, um das zu verstehen. Alte Schinken. Ja, alte Filme, alte Schinken. Also, aber alte Schinken passt auch. Vagina Weightlifting in alten Schinken quasi. Vaginal exercise. It was kind of crazy. I would definitely try it. I think this girl looks great. What's your number? Meinst du, sie kann ihn hier, also mit dem Pipi-Hahn, in der Möse einklemmen und dann ihn zwischen den Beinen baumeln lassen? Meinst du das? Sagen wir mal so, ich glaube, wenn man sie fragen würde, sie würde sich's zutrauen. Alter, ich würde mir doch die Blöße geben und sie nach einer Dummer fragen. Es ist doch offensichtlich. Ach, komm, ey. Nein, würde ich nicht. Man, genau. But potential suitors should be careful what they wish for. Wow. Wow. I have heard of a friend of mine knew a woman in Thailand who put three men in the hospital because she didn't know her own strength. Aua. Also für die, die das nicht verstanden haben, hat eine Bekannte in Thailand und sie hat angeblich drei Kerle ins Krankenhaus gebracht, weil sie nicht wusste, wie stark sie ist. Frage 1. Wir gehen mal davon aus, sie hat alle drei Kerle nacheinander gehabt. Hätte man das auch spätestens nach dem ersten gewusst? Wenn die sich austauschen, schon, ja. Nee, sie selber hätte das ja gewusst, weil sie nicht wusste, wie stark sie selber ist. Also, dann hätte man es gewusst, ja. Aber gut, vielleicht war der erste ein Simp und der zweite irgendwie auch so ein Lauch. Und hat sich dann einen dritten genommen, der einigermaßen stabil aussah. Und als sie den noch erledigt hat, hat sie wohl aufgehört. Also ich glaube, es gibt gewisse Filme, da steht so ein Double oder ein Triple vor. Und dann irgendwas mit Penne, ne? Ja, irgendwie so ein Wort. Das mit irgendwas mit Nudeln kann man eingeben auf gewisse Seiten. Da werden Dinge gleichzeitig gemacht. Ich glaube, das ist passiert. Möglich ist das schon. Oder ein bisschen Geschichten aus dem Paulanergarten. Wer weiß. Mhm. Weiß man nicht. Und dann alle, die gerade neu dazugekommen sind, ich grüße alle, auch danke für die Follows, hab euch alle lieb. Der Blick. Ja, also, das ist doch super, oder? Mhm. Das ist super. Das ist super. Das ist aber auch wahrscheinlich wieder so ein Effekt. Ich will auch mal ins Fernsehen und übertreibe ein bisschen in dem, was ich mache. Ja. Also
viele, also ich glaube, ein paar haben geschrieben, das ist fake. Ich glaube tatsächlich, dass das kein Fake ist. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube schon, dass die das macht, vielleicht nicht jeden Tag, so wie sie es hier darstellt, aber ich denke schon, dass sie irgendwann mal entdeckt hat, dass sie Sachen kann, die kein anderer machen kann und dass sich Leute dafür interessieren und sich jetzt hier natürlich ein bisschen übertreibend darstellt. Das ist kein Fake.